Hey, da sind wir wieder bei Prototype 2. Wir haben wieder eine neue Mission freigeschalten mit dem Symbol K. Und natürlich nur echte Männer schreiben kleine Mädchen. Hätte ich doch fast vergessen, das zu sagen. Okay, wir labern aber nicht mehr allzu viel, sondern gehen gleich auf den Weg zum K-Symbol. Ich glaube, das ist, ich habe es davor gelesen, Orion Phase 2 oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ihr wisst ja, Orion, Projekt Orion waren die einen fetten Typen da, die ziemlich stark waren. Hoffentlich gibt es da nicht welche, was noch stärker sind, weil sonst bekommt ihr Heller eins auf den Deckel. Das wäre nicht so gut. So, ist doch langweilig, hier normal die Straßen zu benutzen. Wir klettern, ach, schöne Blendeffekte. Wir klettern hier ein bisschen den Wänden hoch. Macht natürlich viel mehr Spaß. Schaut doch besser aus. Und wir müssen aber jetzt auf der anderen Seite wieder runter. Das machen wir natürlich mit dem coolen Jump. Wartet mal, zuerst müssen wir natürlich hier hoch. Oh, warte mal, ich habe ja welche gesehen. Hallo! Und weg! Ah, da fliegt er. Guck, da fliegt immer noch. Oh, den hat's auf die Straße gehauen. Ach du Scheiße, wo sind denn eigentlich die anderen hin? Ah, den hat's irgendwie so hinten da oben gehauen. Egal, so, wir springen. Und... jawohl. Oh, schaut euch mal den fetten Krater an hier. So, wir starten die Mission. Oh, der hat ein iPad. I've discovered the location of the proving ground. Send me the coordinates. Right away. If you move very quickly, you might be able to destroy the entire program. Got it. Thanks, Doc. Ja, das ganze Projekt zerstören wir natürlich ganz schön. Orion Phase 2. Dr. König hat den Standort von Gentex nächste Orion Evolution entdeckt. Die Phase 2. Das müssen wir unbedingt so schnell wie möglich natürlich aufhalten. Those super soldiers you were fighting were only the first phase of the Orion project. Phase two was to fuse the existing serum with DNA extracted from, well... ah, mit unserer DNA. Ach du Scheiße. Luckily, the samples were destroyed in the Orion facility, but they still had one successful phase two soldier at the proving grounds. Not for long. Also, wenn sie das schaffen, dann... haben wir Probleme. Dann haben wir Probleme, wenn sie mit unserer DNA das kreuzen. Die waren auch ohne unsere DNA schon verdammt stark, aber mit unserer DNA, das ist ein Wahnsinn. Remember, your primary target is the Phase 2 Orion Soldier. If you don't take him out, then Burke will be able to duplicate the Soldier's DNA and continue his experiments. Trust me. Holy shit, da ist schon einer. Da ist schon einer von denen. This is Rattler 1. We've spotted Heller. Heller. No. Hey, wir können doch ballern. Also schießen sie nicht schlecht. Oh, holy shit, der ist viel zu stark, du. Komm her, Mann. Der springt auch schon so rum wie ich. Der kann auch schon so springen wie ich. Ach du Scheiße, das haben sie davor nicht können. So, erledigen wir nochmal hier diese lästigen Idioten hier zuerst. Ich kann auch schießen. Haha, ich kann auch schießen, ihr Idiot. Oh. Nee, ich möchte lieber... lass die Waffe fallen, Mann. Ah, holy shit. Nee. Nee, nicht werfen. Mann, ich wollte ihn absorbieren. Ich brauche ja Lebensenergie. Schnell. Ah. Hol dir das. Hol dir den. Ja, hol dir den. Ah, wieder. Schnell. Ah, wie soll ich denn Leben absorbieren, wenn der mir hier dauernd auf die Nerven geht? Hau ab, Mann. Netter Move. Netter Move. Gibt's da noch welche? Ja, hier sind welche. Komm her, Mann. Wir müssen uns aufhören, bevor wir gegen den kämpfen können. Hau ab, Mann. Ah, oh, jetzt kommt er mit Raketenwerfer daher. Fuck off! Bewerfe ich dich halt mit irgendwelchen Sachen, das geht auch. Habe ich nichts dagegen. Oh, super, da weicht er aus, der Mixer. Du hast mir nicht auszuweichen, hörst? Komm her!
Ja, es ist relativ effektiv, muss ich sagen. Oh ja, ihn wollte ich nicht packen. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ich brauche wieder was zum Werfen. Ein explosives Fass wäre hier natürlich von Vorteil. Gibt es irgendwo explosive Fässer? Hallo, Leute? Explosive Fässer irgendwo? Hallo? Nee, gibt's nirgends. Das ist natürlich scheiße. Ich glaube, mit meiner Hand komme ich da nicht weit. Hey, doch sogar. Oh nee, was hat... Ah, Mann, bin ich da hoch. Jetzt habe ich hier noch so ein Vieh freigelassen. Das wollte ich aber nicht. Jetzt habe ich noch ein Vieh freigelassen. Bist du blöd? Scheiße. Oh, hier explosive Fässer. Oh, ah, ich bin tot. Mann, ich bin ja so ein Trottel. Jetzt lasse ich auch noch so ein Vieh frei, obwohl ich eh schon gegen so einen fetten Orion-Soldaten kämpfe, der auch noch mutiert ist. Ja, mehr brauchst du nicht, hey. Mehr brauchst nicht. So, komm her, du. Komm her. Ich wollte eigentlich gar nichts. Oh, entwaffnen kann ich ihn. Sehr schön. Sehr schön. Holen wir uns die fette Waffe und schießen damit. Komm her, du Arsch. Jawohl, werde ich verpulverisieren, werde ich dich. Ja, keine Munition mehr, keine Munition mehr, lass mich in Ruhe, Mann. Ja. Ah, doch nicht ihn. Nein, 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 ich brauche wieder Leben, ich brauche Leben, ich brauche Leben. Ich brauche Leben, Alter. Scheiße, Mann, das ist beschissen, das ist beschissen, das ist beschissen. Das ist hart, das ist hart. Komm her, du, dich brauche ich. Komm her, Mann. Ist der schon wieder da? Wie schnell ist denn der? Bleib mir vom Leib! Okay, wir haben einen Raketenwerfer, mit dem werde ich jetzt ein bisschen ballern auf ihn. Der wehrt sie einfach ab. Alles klar, wehr meine Raketen nur ab, dann schieße ich halt woanders hin. So. Schieße ich halt hier ein paar weg, mir auch egal. So, komm, wieder absorbieren. Ich möchte nämlich nicht ohne vollem Leben mit dem kämpfen. So. Ah, jetzt wäre er wieder fast hinter mir gewesen. So, schnell irgendwas zum Werfen hier. Noch was zum Werfen. Jawohl, frisst das, du Schwein. So, warte. Ah, jetzt habe ich einmal zu viel gedrückt. Wo ist er denn hin? Da ist er. So. Komm her, Mann. Ah, ihr könnt mich auch mal wirklich kreuzweise, ihr Idioten. Haut ab. Haut ab. Hier kämpfen zwei Supermutanten gegeneinander und sie meinen, sie können hier ein bisschen rumschießen. Mit den lächerlichen Platzpatronen hier, ja. Ich nenne es Platzpatronen, weil es überhaupt keinen Schaden macht. Ja gut, ein bisschen schon. Ein bisschen macht es vielleicht Schaden. Das ist ja nicht so schlimm jetzt. So, wo ist er denn? Okay, dann bekommst du das Auto, mir auch egal. Okay, das war Verschwendung, das war Verschwendung. Wieso explodiert das Auto überhaupt, wenn es eh schon so komplett abgefuckt ist? Das dürfte eigentlich gar nicht explodieren. So, hier schnell das andere Auto noch. Oh, das hat er auch, ach, hat er ausgewichen oder was? Wie kann er denn ein Auto wegblocken? Mann, Mann, Mann. Das ist ja mal ein blöder Hund, du. So, jetzt frisst aber das hier. Und gleich die nächste. Und gleich noch eine. Das war schön. So, jetzt hole ich mir hier noch die das Geschütz hier von dieser von diesem Panzer hier. So, holst dir. Und damit gebe ich ihm jetzt den Rest. Komm schon. Jawohl, einmal noch. Alles klar, jetzt können wir ihn absorbieren. Komm her, Mann. Ja, schön in die Hälfte geteilt. Scheiße, was ist denn jetzt los? Irgendwas Schlechtes. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben ihn absorbiert und haben unsere Kräfte verloren, oder was? Was halte die Verwendung von Masse erlangt? Heller hat die Verwendung, gerade die Verwendung von Masse erlangt. Wenn sie biologische Ziele absorbieren, vergrößert sich Hellers Masseleiste. Okay.
Ich bin mächtig, ihr Schweine. Ihr seid nichts für mich. Ihr seid gar nichts. Nichts seid ihr. Hört ihr das? Nichts. Absorbieren Sie biologische Ziele. Alles klar, machen wir gleich. Komm her! Okay, wenn wir die absorbieren, dann füllt sich unsere Masse. Sehr schön. Einmal noch, dann sind wir voll. Jawohl! Aber was wollt denn ihr von mir? Habt ihr nicht gesehen, was ich drauf hab? Habt ihr nicht gesehen, was ich drauf hab? Seid ihr lebensmüde? Kommt her! Am besten alle zusammen. Am besten alle zusammen, ihr Schweine. Ich schicke euch alle gleichzeitig in die Hölle. Kommt her! So, hier machen wir das. Jawohl! Was habt ihr nun, ihr Schweine? Okay, gegen die ist es ja eh nicht so schwer zu kämpfen, eigentlich. Viper 2 reporting. Over. Okay. Ich hätte diesen Hurensohn. Pass auf, was du sagst. Finishing move. Schön den Kopf abgesägt hier. Ah, komm, du blödes Mutantenvieh. Jawoll. Nicht mit mir. Ah, das ist, da ist ja auch mittlerweile schwach. Kennen doch alle nichts hier. Okay, ah Mann, ich habe gedacht, ich bin voll, aber ich war nicht voll. Gut, da kämpfen wir halt normal ein bisschen. Nein, ich möchte ihn hier absorbieren, schnell. Jawohl, und jetzt. Mach hin! Jawoll! Spürt meine Macht, ihr Schweine! Dann können wir einen schönen Finishing Move machen hier. Das sieht so geil aus. Was, Dr. Burke? Glaub mir, Mann, du kommst nicht weit. Du kommst nicht weit. Da haben wir schon. Close to a big breakthrough, are you, Doc? More like a personal milestone. I've been observing Heller, taking the measure of his strength. Now I know exactly how to put him down. Put him down? Dr. Koenig, what are you planning? Oh, it's nothing to fret over. I just... It's none of your concern, Commander. Don't try to think above your pay grade. Dr. Koenig will uns also töten. Das werden wir nicht zulassen. Okay, wir müssen den Alarm beenden und das heißt abhauen hier. Ah, dafür sollten wir aber vielleicht nicht unbedingt in die nächste Gegnermasse reinlaufen. Also schauen wir, dass wir lieber hier rübergehen. Abhauen. Ah, oh, die schießen aber noch auf uns. Hör doch auf, ich hau doch sowieso ab. Jawoll. So, hier können wir dann landen. Hallo Jungs. Ah,
Jawohl, Mission abgeschlossen. Orion Phase 2 ist beendet. Hey, wir sind aufgestiegen auf Evolutionsstufe 5. Sehr schön, das werden wir jetzt wieder in Bewegung investieren. Und dann werden wir nämlich voll. Jawohl. Und dann können wir anfangen mit Gesundheit. Alles klar. König, you set me up. Set you up? What are you talking about? I've been trying to help you. Bullshit. You were trying to get me killed. Now I'm gonna return the favor. Sergeant, please. If you'll just come back to the lab, I'm sure I can explain whatever misconceptions you might have. Sergeant! Sergeant! Und du, ja, was willst du hier von mir? Hast du ein Problem, oder? Hast du ein Problem, oder? Hä? Was ist los? Hä? Melde mich noch einmal an, dann bist du tot. Okay, zu spät. Guck, da hängt es ab. Naja, das passiert, wenn man sich mit mir anlegt. Dann hängt man ab in der Luft. So, wir gehen natürlich wieder zum nächsten Missionspunkt hier. Genug mit Blödeleien. Natürlich stylisch, wie immer. Oh, meine Nase juckt. Mein Näschen juckt, aber wir müssen hier trotzdem weitermachen. Aber ich werde dann wahrscheinlich doch hier einen früheren Cut machen als sonst. Ist ja auch nicht so schlimm, würde ich mal sagen. Nach, ja, wir sind jetzt bei 17 Minuten knapp. Dann passt es schon eigentlich. Gut, alles klar. Wir machen hier den Cut und im nächsten Part machen wir wieder weiter mit der nächsten Mission. Also bis dann, Leute. Tschüss.